Hallo ihr lieben Fische, hier ist Nina von Kartenstoff, heute mit eurer Legung für November und Dezember 2021. Es geht um das Thema Liebe. Ich werde gleich eine Hauptenergie aus den Weisheitskarten der Seele deckziehen, eine Neunerlegung mit dem Leitzierstarot machen, klären, was zu klären ist mit dem Mondnacht Lenormand und werde dann noch 1, 2, 3 Karten zu deinem Gegenüber und zu eurer Beziehung ziehen. Du spürst wie immer in dich rein, ob die Legung was für dich ist. Das merkst du daran, dass du dich tief berührt fühlst. Wenn du merkst, dass die Legung eigentlich nur Stress verursacht und es nicht in Wirklichkeit deine ist, dann schau dir dein Mondzeichen oder Aszendenten an. Vielleicht ist die Legung dann passender für dich. Errettung ist das Thema. Kam in letzter Zeit häufig. In unterschiedlichen... Ich weiß nicht, ob bei den Wasserzeichen jetzt direkt, aber insgesamt kam das schon ganz schön häufig. Errettung kann entweder sein, dass du auf Errettung hoffst und vielleicht verstehen musst, dass du dich eigentlich nur selber retten kannst. Es kann aber auch sein, dass du dich selber rettest und es kann auch mal sein, dass doch jemand von außen kommt und einem den Kick dazu gibt, dass man dann aber auch wieder selber in seine Errettung kommt. Wir schauen mal, was es heißt. Was kann zentral in der Neunerlegung gesagt? Ach, sehr schön. Ritter der Kelche, für mich eine unglaublich schöne Karte, weil es einfach um aufrichtige Gefühle geht. Das ist nicht mehr nur Schmetterlinge im Bauch, sondern das ist, ich meine es ernst. Das ist mal sehr, sehr schön. Okay. Zur Vergangenheit. Was kann dazu gesagt werden? Was kann zur Vergangenheit gesagt werden? Okay. Einmal haben wir die Königin der Münzen. Die Königin der Münzen ist eine sehr bodenständige Frau, die sehr in sich ruht. Das kannst du sein, das kann ein Teilaspekt von dir sein, kann dein Gegenüber sein. Männlich, weiblich, dreht es euch, wie ihr es braucht. Ich lege das grundsätzlich aus der Sicht einer Frau, beziehungsweise erkläre das so, weil hier die meisten Frauen zugucken. Kann aber, wenn du als Mann zuschaust und es für dich total passend findest, dann drehst du dir einfach um, wenn du gleichgeschlechtlich guckst, ebenso. Also, der Hierophant. Kann darum gehen, Wahrheiten für sich erkannt zu haben, kann darum gehen, sich einem größeren Gefüg zu haben. Und das, also ich glaube, hier hat einer richtig losgelassen. Und deshalb auch die Karte Errettung. Richtig losgelassen und erkannt, dass das Wahre nur im Kern ist, nicht in unserem Festhalten, Klammern. Und dass deswegen auch die Gefühle ganz klar sind. Was sich dann ja auch wiederum nur klar im Außen letztendlich widerspiegeln kann. Ich glaube, hier hat jemand losgelassen. Das kommt bei mir ganz stark durch. Was ist noch in der Vergangenheit? Das Ass der Stäbe, da gab es die Chance auf einen sehr leidenschaftlichen Neubeginn, beziehungsweise einen Neubeginn, der aus den Impulsen kommt, aus einem Bauchgefühl, aus einem Wissen, ja, das ist jetzt richtig. Für mich auch wieder. Ich glaube, ich sage es nochmal, habe ich eben schon, du hast losgelassen. Du in deiner Kraft hast, und da ist diese Stimmung auf dieser Karte, sagt es so doll, das, was ich meine, dieses, hey, endlich frei und ich habe es erkannt und ich brauche den ganzen Schnürkelzirkus gar nicht mehr um mich rum. Ich brauche das alles gar nicht mehr. Mein Kopf ist klar, meine Gedanken sind klar.
Ich bin einfach frei. Wahnsinn. Ganz, ganz toll. Was kann zur Gegenwart gesagt werden? Kommt schon eine. Ja, der Ritter der Schwerter, der sagt dir Bescheid, wenn er die Dinge anders sieht als du. Und der macht sich auch auf, ne? Der zieht in den Kampf für das, was ihm wirklich wichtig ist. Und der hat es auch erkannt, was ihm wichtig ist. Ja, es ist eine kühle Stimmung, weil das auch eine Verstandesenergie ist. Schwerter ist Verstandesenergie und der, mit dem ist jetzt auch nicht zu spaßen, ne? Also Spaß ist vorbei. Das macht er nicht mehr. Und der Sieg, der Erfolg, der durchschlagende Erfolg. Also du hast aber auch schon, hast du wirklich schon viel auf deinem Weg geschafft. Und ich sage das in so vielen Legungen, weil das auch so durchkommt und das für mich auch einfach so die Zeit gerade dafür ist, dass viele wirklich ihre Durchbrüche haben. Ne? Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Du hast die Klarheit, du hast deinen Durchbruch. Und auch die beiden Karten zusammen. Oh, die sind ja auch so schön. Das Ass der Stäbe und der Sieg. Ja, absolut explosive Erfolgsenergie. Ja. Sehr, sehr schön. Die Zukunft. Was ist zur Zukunft zu sagen? Was können wir dazu sagen? Ja, da zieht man weiter. Das muss auch, weil da, wo du quasi noch vorher herkommst, noch vor der jüngeren Vergangenheit, kannst du auch nicht bleiben. Ne? Und du kämpfst auch dafür. Du kämpfst für dein Weiterziehen und wer sich dir in den Weg stellt, dem sagst du, was du davon hältst oder wer da Kritik hat. Und das ist auch richtig so. Da musst du jetzt zu dir stehen und deinen intuitiven Weg auch weitergehen. Ne? Also du hast ja, das ist ja richtig ein Erleuchtungs-Reading hier gerade. Ich glaube auch, dass du diesen Moment, ich muss nur mal sagen, ne, diesen Moment, den ich schon erklärt habe, du hattest den auch. Du hattest den und du darfst dem vertrauen. Mach weiter, geh weiter. Also wunderbar, wunderbar. Da kannst du auch nur zum nächsten Ufer weitergehen, da kannst du nicht da stehen bleiben. Was gibt's noch? Ja, kommt was in Ausgleich. Die Gerechtigkeit. Gucken wir gleich nochmal, was da genau in den Ausgleich kommt. Und dann haben wir den Buben der Münzen. Eine Gelegenheit, die sich dir bietet. Bodenständige Gelegenheit, wo du sagst, hey, könnte ja eine Idee sein. Okay. Als erstes hätte ich gerne nochmal was zum Ritter der Kelche. Was gibt es dazu? Was kann man dazu sagen? Eieiei, nochmal Blümchen. Zweimal Blümchen. Hier haben wir die Blümchen in der Hand bei ihm. Und dann haben wir die noch. Die Blumen stehen für einfach schöne Angelegenheiten, können für Geschenke stehen, stehen auch für einen Selbstwert. So.
Und dann haben wir hier den Berg, der steht für ein Hindernis. Der steht für ein Hindernis, für eine Blockierung auch. Und das kann aber nicht bestehen bleiben. Weil du auf einem komplett positiven Weg bist, wo du also mega in deiner Power bist. Braucht da noch mal einen Moment, was mir dazu. Ja, hier liegt auch die Siegeskarte. Also, diese Hindernisse in dem, also was dich vom Schönen und vom Richtigen, von mir aus auch vom gesunden Selbstwert, wenn man das als Selbstwertkarte betrachtet, was dich davon abgehalten hat, das kann so nicht weiterbleiben. Und dafür kämpfst du auch. Du kämpfst für das, was dich noch oder gegen das, was dich noch blockiert, beziehungsweise ja, sagst eben den Kampf an, gegen etwas kämpfen, gerade wenn es emotionale Sachen sind, ist immer ein bisschen schwierig. Von daher finde ich die Formulierung schwierig, weil wenn ich gegen etwas kämpfe, kann ich es nicht integrieren. Das geht nur, wenn ich es lieb habe. Aber du ziehst in den Kampf dafür, dass das hier dass das gelöst wird. Und da bist du auch gut bei, ne? Da bist du gerade einfach an einer wichtigen Stelle. Da bist du, das, was ich eigentlich vorher schon gesagt habe, du hast hier deinen Moment gehabt, wo du loslassen konntest, wo du gemerkt hast, was wirklich die Wahrheit ist, was du brauchst, was du nicht brauchst. Also diesen, ja, du wirst es wissen, wenn du hattest, dieses Erleuchtetsein-Gefühl und aufgrund dessen weißt du jetzt auch, welche Richtung du einschlagen musst und was du tun musst, um alles, was sich dir in den Weg stellt, zu besiegen. So sagen es die Karten. Der Bube der Münzen. Was kann man dazu sagen? Was kann man zum Buben der Münzen noch sagen? Welche Gelegenheit kommt da? Was ist das für eine Chance? Hier haben wir einmal die Klarheit, die Sterne können auch für deinen Seelenweg stehen. Eieiei. Und der Erfolg, die Sonne, absolute Durchbruchsenergie. Ist das hier zwei sehr starke Karten, energetisch sehr, sehr stark. Welche Gelegenheit sich dir bietet, konnte ich jetzt also nicht weiter herausfinden. Also was das im Speziellen bei dir ist. Vielleicht ist das doch wieder ein Kontakt zu jemandem, wo du lange keinen Kontakt hattest oder zu dem du lange keinen Kontakt hattest. Die Möglichkeit auf eine neue Beziehung oder auf das andere Fortschreiten in dieser Beziehung. Es wird sich hier auf jeden Fall für dich die Chance bieten, die du annehmen sollst. Das kommt ganz stark durch.
habe keine Sorge, nimm diese Chance an, denn dadurch wirst du in deine Klarheit kommen. Ich glaube, du hast, und das fühlt sich für mich so an, du hast ein mega Erleuchtungsereignis hinter dir, du hast richtig was erkannt, du hast viel losgelassen oder dieses komplett loslassen können und in dem Fall ganz anders funktionieren können, wodurch sich bei dir ganz andere Möglichkeiten bieten. Du auf einmal merkst auch vielleicht, was du für ein Feuer in dir hast. Du kämpfst jetzt auch richtig dafür, weil du weißt, wofür du jetzt quasi in die Schlacht ziehen musst. Und was jetzt wichtig ist, du gehst deinen Weg und bringst Dinge in Ausgleich. Und es kann sein, dass es gar nicht nur eine Chance ist, sondern dass sich mehrere Möglichkeiten für dich bieten, weil sich dein Lebensweg einfach ändert und auf einmal neue Sachen kommen, die du vorher Möglichkeiten kommen, die dir vorher einfach nicht über den Weg gelaufen sind, weil du noch gar nicht so drauf warst. Und die sollst du aber nehmen und dich darauf einlassen, auch wenn du vielleicht ein bisschen Sorge hast, weil du dadurch noch mehr Klarheit kriegst und weil dadurch der Erfolg noch, den du jetzt schon angefangen hast zu erlangen, noch sich noch mehr manifestiert. Das wollte ich sagen. Genau. Dein Gegenüber. Wo ist er oder sie? Der schöpferische Funke. Den hat irgendwas berührt oder sie, was sich entfalten möchte. Da schauen wir mal, was kann dazu gesagt werden. Ja, da geht es auch um Neubeginn, um den Neubeginn zu Neubeginn. Der Narr ist erstmal das Loslassen von einer alten Situation und einfach ganz frei sein, bevor sie etwas Neues manifestieren kann. Und da hat jemand mit Sicherheit was zugelassen. Ich lege gleich nochmal zwei Karten zur Klärung für den Narren. Der führte eins zum anderen. Was kann man zu dem Narren sagen? Also es wird sich um die Liebe handeln. Wir haben einmal das Herz. Einmal das Herz. Was kommt noch? Was kann man dazu noch sagen? Ja, schöner kann es fast nicht sein. Also die Fische können für Finanzen stehen, aber das hier ist ein Liebesreading. Von daher hat das jetzt mit Finanzen nicht viel zu tun. Stehen für Gefühle. Oder auch den Seelenpartner ist für mich die klassische Seelenpartnerkarte im Lenormand. Und da ist jemand berührt von dir. Da ist jemand ganz, ganz doll berührt. Und scheint offen für alles Weitere mit dir zu sein. Ganz wunderschön. Ganz wunderschön. Zu eurer Beziehung. Was gibt es dazu noch zu sagen? Wo steht die gerade? Ja, das Rad des Schicksals. Da kann das jetzt gut sein, dass das zugeschlagen hat. Na, was heißt zugeschlagen hat? Das ist ja auch Quatsch. Also entweder das Rad dreht sich oder nicht. Und es dreht sich. Und es passieren die Dinge einfach so, ohne dass ihr was dafür machen müsst. Kommt ihr zu euren Momenten. Es dreht sich in Richtung 10 der Münzen, beziehungsweise hat es was mit Familie zu tun, mit dem Zusammensein auf Augenhöhe, mit der Beziehung, das ist die Beziehung auf Augenhöhe. Eine 10 der Münzen, vorher kommen die 9 der Münzen. 9 der Münzen, die klassische Karte für ich stehe für mich alleine, total in meiner Kraft, mir geht es total gut mit mir. Und wenn beide 9 der Münzen sind, kann es 10 der Münzen geben. Heieiei, toll. Noch eine Karte dazu. Die 5 der Stäbe. Es könnte ein bisschen hakelig werden.
wenn ihr so aufeinandertrefft, weil ihr euch natürlich auch erstmal zusammen so richtig finden müsst. Aber das macht gar nichts. Das müsst ihr durch. Weil ihr jetzt beide Wahnsinnsstufen innerlich erlangt habt, wo dieses Miteinander auf Augenhöhe, das ist möglich, aber ihr müsst euch da auch erstmal einfinden. Ne? Raus aus dem rein individuellen, jeder für sich, rein ins Zusammen. Also das hier bringt ein bisschen Konflikte. Kann das mit sich bringen? Ein bisschen Gerangel würde ich das eher nennen, aber ihr habt euch lieb und ihr entscheidet euch natürlich dafür, das Ganze in Liebe zu klären. Und dann wird doch alles gut. Entscheidet euch immer wieder neu für die Liebe in euch. Und dann braucht man vor nichts mehr Angst haben, weil man es dann eh alles versteht. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch ein klein bisschen Klarheit verschaffen auf eurem Weg. Ihr konntet etwas mitnehmen. Das war die Botschaft, die für genau dich kommen wollte, wenn sie dich berührt. Ja, das ist eine sehr schöne Botschaft. Alles Liebe. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Freue mich immer, wenn wir uns auch in einem meiner anderen Videos wiedersehen. Und wünsche euch eine schöne Zeit und, falls wir uns nicht mehr sehen, eine schöne Adventszeit schon mal. Bis dann.